Seit fast genau einem Monat benutze ich nun meine Blue Diamond Nature Calls Komposttoilette. In diesem Video berichte ich euch über meine Erfahrungen mit der Toilette. Und dann schauen wir mal die Frage, war das eine richtige Entscheidung, auf eine Trockentrenntoilette umzusteigen, und wie zufrieden bin ich mit diesem Modell? Ich bin der Jürgen von Camera on Route, unterwegs in Andalusien in meinem Kastenwagen, um interessante Locations zu erkunden. In meinem letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie ich meine Kassettentoilette ausgebaut habe und gegen eine Trockentrenntoilette ausgetauscht habe. Das Video verlinke ich euch, da findet ihr auch die Spezifikationen von der Toilette, wie sie zusammengesetzt ist, Maße, Gewicht und alles. Allerdings ist die Toilette nicht fest eingebaut, sie steht bei mir lose im Bad, was den riesigen Vorteil hat, dass ich sie rausnehmen kann, wenn ich duschen möchte, was bei diesem kleinen Bad wirklich genial ist. Ich zeige euch das mal kurz, wie das aussieht. Ja, das sieht folgendermaßen bei mir aus. Während der Fahrt steht die Toilette so praktisch eingekeilt in dem Sockel. Da steht sie sehr stabil. Wenn ich stehe, steht sie so seitlich geparkt, damit ich bequem ans Waschbecken komme. Und wenn ich sie benutze, steht sie so rum. Nach Benutzung wird sie wieder seitlich gestellt, so des Platzes. Ja, war die Entscheidung richtig, auf eine Trockentrenntoilette umzusteigen? Für mich absolut ja. Ich habe in keinem Moment meine Kassettentoilette vermisst. Ich bin nicht mehr abhängig von irgendwelchen Entsorgungsstationen, sondern ich habe überhaupt keine Probleme. Die Elemente, sage ich jetzt mal, sowohl das Flüssige als auch das Feste zu entsorgen. Von daher für mich Trockentrenntoilette auf jeden Fall ja. Wie schaut es jetzt mit der Toilette aus von Blue Diamond, die Nature Calls Komposttoilette? Bin ich zufrieden mit diesem Modell? Puh. Schauen wir uns einfach mal die Vor- und Nachteile an der Toilette. Ein großer Vorteil ist sicherlich der Preis. 380 Euro ist momentan, was man so auf dem Markt findet, doch eigentlich recht unschlagbar. Wenn wir bei den Kosten sind, dann auch noch, was ich auch merke, ist keine Unterhaltskosten mehr. Ihr müsst ja immer irgendwas in die Kassetten, oder man muss nicht, aber ich habe zum Beispiel immer in meine Kassette von Solbio das Mittel eingeschüttet und das kostet ja auch Geld. Ich bin sehr zufrieden mit Solbio, aber jetzt brauche ich es, wenn überhaupt, nur noch hin und wieder mal was in den Abflusstank. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Das weitere jetzt bei diesem Modell, es ist sehr robust, hält bis zu 200 Kilo aus, ist praktisch unkaputtbar und ist komplett aus Plastik. Das ist natürlich auch ein Hygienevorteil, so Sachen, die aus Holz sind oder so, wenn da mal was überschwabbert oder so, ist nicht so einfach zu reinigen, wie wenn einfach alles aus Plastik ist. Die kann man schön schrubben, abspritzen, was auch immer. Ne? Das ist auch eine Sache, die mir eigentlich sehr gut gefällt. Und dann eben noch, dass ich sie einfach aus dem Bad auch rausstellen kann. Das ist für mich ein großer Vorteil, wie gesagt, den ich auch nicht missen möchte. Und wenn ich duschen will, dann stelle ich die Toilette einfach raus und habe so sagenhaft viel Platz. Ja, dann kommen wir mal zu den Punkten, die mir nicht so gut gefallen bei dieser Toilette. Eines ist, dass der, wie man auch in dem vorherigen Video gesehen hat, der Urinkanister ist L-förmig und der Feststoffbehälter sitzt auf dem L obendrauf. Ich muss also den Deckel abnehmen,
das Oberteil von der Toilette abnehmen, an die Seite tun. Ich muss das Eimerchen an die Seite tun und dann kann ich erst den Urinkanister ausleeren. Das ist absolut umständlich. Das macht also nicht so viel Spaß. Ist okay, je nachdem, wie oft man das leert. Ich kann damit leben, sagen wir mal so. Es ist unpraktisch, aber ich kann damit leben. Was mir aber wirklich nicht gefällt, ist, dass der Urinablauf so ist, dass er unten plan ist. Das bedeutet, es bleibt immer ein Rest stehen, den man dann mit ein bisschen Wasser nachschütten muss. Meines Erachtens Konstruktionsfehler. Das müsste eigentlich trichterförmig runtergehen und da dürfte nichts plan sein, sodass da noch was stehen bleibt. Das ist wirklich nervig, vor allen Dingen, es bleibt was stehen, egal ob es jetzt Wasser ist oder Urin. Wenn ich den Deckel abnehmen will, um nur irgendwo hinzustellen, muss ich erstmal alles trocken wischen. Und das ist absolut unpraktisch. Ein weiterer Punkt ist auch noch, sie nennt sich ja Komposttoilette. Ein weiterer Punkt ist, sie hat keinen Lüfter. Also ich benutze sie nicht als Komposttoilette, sondern nur als reine Trockentrenntoilette. Das bedeutet, in dem Eimerchen habe ich eine Plastiktüte. Ich habe dort dieses Hamsterstreu aus dem Baumarkt oder Sägemehl oder was auch immer. Und nach jedem Geschäft, das Toilettenpapier kommt auch alles rein, nach jedem Geschäft Tüte zu, ab in Restmüll. Ich habe es also noch nicht probiert, wie das ist. Doch, ich habe es einmal probiert, kein Toilettenpapier rein, Streu drüber. Und habe dann aber nach einem halben Tag so, ich weiß nicht, ob es gemüffelt hat ein bisschen oder so, ich glaube noch nicht so richtig, aber ich habe dann gesagt, nee, komm, mach's auf deine Weise, Tüte zu und weg. Also das ist sicherlich ein großer Nachteil. Das bedeutet, so wie jetzt so eine Nature Heads Trenntoilette oder sowas, dass man den Feststoffbehälter alle 3 Monate ausleert. Dafür ist er auch zu klein, meines Erachtens. Sein 7,5 Litern Fassungsvermögen oder was er hat. Und ja, ist für mich jetzt kein Problem. Ich muss meine Hinterlassenschaften nicht monatelang mit mir rumfahren. Tüte entsorgen, ab in den Restmüll, ist für mich eine saubere Sache. Muss sowieso eigentlich jeden Tag meinen Restmüll, dadurch, dass ich einen ganz kleinen Eimer nur habe, eigentlich entleeren. Das passt für mich. Also mein ganz persönliches Fazit: Ich bin ein bisschen enttäuscht, gerade von diesem Urinablauf, dass das nicht gescheit funktioniert. Alles andere ist für mich erstmal okay. Ich werde mir überlegen, ob ich nicht so oder so einen Lüfter einbaue. Wie ich das Ganze mache, keine Ahnung. Wenn jemand einen Tipp dazu hat oder wenn jemand diese Toilette hat und da schon was gemacht hat, die irgendwie optimiert hat, freue ich mich über jeden Hinweis. Und ja, ich werde die auf alle Fälle erstmal behalten, weil das ist einfach eine Kostenfrage. Ich habe jetzt hier das Geld dafür ausgegeben. Ich kann damit leben. Aber irgendwann mal, dadurch auch, dass ich ja praktisch fast immer in meinem Kasten, also dass ich hauptsächlich in meinem Kastenwagen lebe, zurzeit zumindest, kann es schon gut sein, dass ich irgendwann mal auf was anderes umsteige. Entweder das optimieren oder was anderes umsteigen. Eins muss sein, so auf die Dauer bringt es nicht so. Gut, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen bei der Entscheidung, ob das was für euch ist oder nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich super, wenn ihr mir einen Daumen hoch lasst. Das hilft mir auch ein bisschen bekannter zu werden auf YouTube. Und wenn euch interessiert das Thema Vanlife in Spanien allgemein, wenn wir denn mal wieder reisen dürfen, in Spanien sieht es so aus, oder zumindest in Andalusien sieht es so aus, dass wir unsere Gemeindegrenze nicht ohne Grund überschreiten dürfen. Also mit Reisen ist da im Moment nicht viel. Aber wenn ich wieder unterwegs bin, werde ich über die einzelnen Routen und Locations berichten. Wenn euch das interessiert, abonniert gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bleibt gesund und kommt immer gut an.